Mich persönlich rührt ein großer Stolz, was diesen Preis angeht. Und es ist für mich ein irres Wunder, ein Teil von zu sein, von diesem riesigen Projekt, bei dem ja ganz viele mitmachen. Ja, den Vonovia Award für Fotografie gibt es seit 4 Jahren. Und wir sind gestartet mit einer Zahl von ungefähr 300 Teilnehmern, Einsendungen. Und in diesem Jahr hat es eine riesige Steigerung gegeben, wo fast 600 Einsendungen es zu diesem Preis gab. Was den Photo Award von anderen Preisen unterscheidet, ist erstmal sein monothematischer Zugang. Das Thema ermöglicht eigentlich eine dermaßen weite und breite Spielfläche, sodass wir einen unglaublichen Bewegungsraum für alle Künstler und Künstlerinnen und Fotografen und Fotografinnen dort zur Verfügung stellen. Was ihn unterscheidet, ist, dass er unglaubliche Möglichkeiten gibt, was die Ausstellungsmöglichkeiten und Präsentationsmöglichkeiten der eigenen Arbeit angeht. Das realisieren wir mit unterschiedlichen Projekten im Kunstmuseum in Bochum, in Wien, in der Helmut-Newton-Stiftung, in Berlin. Das heißt, die Arbeiten gelangen wieder zu den Menschen und gelangen in Ausstellungen, die von großer Bedeutung sind. Wir sehen, dass viele Fotografen über die Jahre an Bedeutung gewinnen, die teilnehmen. In dieser Entwicklung ist der Vonovia Award ein wichtiges Puzzleteil für die Leute. Die Preisträger in diesem Jahr haben in ganz besonderer Weise auf Fragestellungen des Jahres 2020 reagiert. Die Jury hat sehr passend ausgewählt, in einem langen und sehr anstrengenden Prozess Arbeiten, die auch langfristig von Bedeutung sein werden. Dieser Preis ist ein ungeheurer Gewinn für die gesamte Fotoszene. Und ich denke, dass sich in seiner Umsetzung eine unglaubliche Chance befindet. Ich glaube, dass das Potenzial der Fotografie hier in ganz großer Vielfalt ausgeschöpft wird.